Geht es dir besser? Ach, nicht wirklich. Ich hatte einen Albtraum und sogar der war 10-mal besser als das hier. Och, es ist doch ganz schön hier. Ja, ist nur dumm, dass ein hier alles umbringen will, Mann. Nein, ich meine nur, hinter all dem Aberwitz verbirgt sich eine gewisse Fragilität. Zerstörung und Verderbnis sind ja selbst eine Art Schöpfungsakt in sich. Wow, du klingst wie ein Serienkiller. Was? Zerstörung und Verderbnis sind ja selbst eine Art Schöpfungsakt in sich. So höre ich mich nicht an. So hörst du dich total an. Oh nein, so hörst du dich total an. Na, wie du mir, so ich dir. Du bist behämmert. Nun, vielleicht besitzt ja nicht jeder das erforderliche Feingefühl, um die Ästhetik des Chaos wertschätzen zu können. Klar, Hannibal. Wer? Oh, haha, ein Erdenwitz. Bingo. Okay, bevor wir in den sicheren Tod ziehen, gucken wir uns doch die Karte an, die Johidi uns geschenkt hat. Kapitel 5 mit aller Gewalt. Freys Abenteuer, Tante Silas. Endlich gehen wir zur Burg. Meine Freude hält sich in Grenzen. Absturzgefahr. Das Terrain um die Burg Pelennos ist äußerst tückisch, was zum Teil auf die mit dem Bruch einhergehenden Erosionen zurückzuführen ist. Wenn du hier in einer Spalte fällst, gelangst du unter Umständen nicht einmal mit Hilfe von Freys Parkour-Tricks wieder heraus. Du solltest deine Schritte also sorgfältig planen. Okay, sind sie so tief, scheinbar. Okay, kleinen Moment. Ich muss nämlich mal gerade, aus irgendeinem Grund stellt er automatisch immer runter das ganze Zeug. Ist da was? Ich tu einfach mal rein. So. Mal testen. Jetzt haben wir Raytracing-Schatten an. Finde ich gut. Und wir sind sehr konstant. Erstmal, herzlich willkommen. Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forspoken. Die Folge 13, glaube ich, ist das jetzt. Oder 14? Ich weiß es nicht. Aber, Alter, was ist das für ein geiles Bild, oder was? Was ist das für ein geiles Bild? Aber wisst ihr was? Da wir ja doch so performant sind. Da wir doch so performant sind. Entschuldigung, wenn ich das gerade hier im laufenden Spiel mache. Aber warum nicht? Wir könnten es ja mal probieren. Wir ja ein bisschen testen. Also meiner Meinung nach sah das alles. Ja, okay. Sah das alles in der letzten Folge doch gar nicht mal so schlecht aus. Der Winkel muss stimmen. Wir machen jetzt mal ein Foto. Für die kleinen Kinder. So. Vergrößern, verkleinern. So. Oh, so ein schönes Bild. Du hast jetzt 6 Fotos. Wart's ab, bis die Kids das sehen. Wenn sie das sehen, werden sie sich sicher freuen. Ganz bestimmt. Die werden sagen, Alter, warst du in der Hölle? Alter, okay, hier ist es echt sehr tief. Mann, die haben bei der Befestigung richtig geklotzt, was? Etwas anderes erwarte ich auch nicht von der sogenannten Tanta der Stärke. Wir müssen vorsichtig sein. Diese Frau hat ganze Heere bezwungen. Wie kommen wir da rein? Ihre Klinge hat unzähligen den Tod gebracht. Okay, hör mal, du brauchst mir nicht. Und sie badet im Blut ihrer Feinde. Okay, okay, davon war nie die Rede. Kleine Ausschmückung. Nein, danke. Er total. Erstmal zum Tor. Er total lyrisch am Eskalieren.
Ob das gut war? Oh, ich glaube, das war nicht gut. Gift, Gift, Gift. Okay, 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 okay. Oh, aua. Boah, unsere Flakblume, ne, ist einfach nur der Hammer. Hä? Noch einer? Wo? Ist hier jemand? Ach, da unten, die haben uns gesehen, hä? Aber die jucken mich gerade nicht wirklich. Hier gibt es nämlich eine Truhe. Schön, nochmal eine Feder gefunden. Da ist noch Mana. So, alles schön einsammeln. Danke. Heiltrank brauchen wir nicht. Okay, warte mal. Ich würde gern... Salben leihen. Springt über Stock und Stein, aber hat bei kleineren Stufen Probleme, ne? Oh, ich will die Kiste runterstoßen. Ich will die Kiste... Nur just for fun. Alter, ich will... Gleich fliegst du. Hihihi. Ich finde das lustig. Ich habe schon immer mit der Physik von Spielen gerne gespielt. Aber wie komme ich jetzt hier runter? Hä, ich muss da hin? Was ist unser momentanes Ziel? Nein! Hier, begib dich zur Burg Prenost. Als aktuelle Aufgabe festlegen. So. Der Scheiß war gerade auf die Kinder. Ich werde noch früh genug zu, Chip Hall zurückkehren. Mir fiel gerade der Name nicht ein. Bäh. Ich würde... Ich habe Angst, ne? Wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen, fällt mir gerade ein. Moin! Nicht schlecht. Okay, das ist der einzige. Den tun wir erstmal ein bisschen schwächen. Ja, haben wir gemacht. Wunderbar. Alter, sieht das geil aus. Sehr schön. Rufe das Magie-Menü auf. Warte. Magie-Menü. Haben wir fertig. Zum Aufwerten. Größerer Wirkungsbereich und mehr Schaden. Geil. Und violette Magie steigert den Schaden. Yes. Boah, ist das cool. Gut. Das wird nützlich sein. Wir müssen darüber. Da sind auch wieder diese komischen Echsen. Ich glaube, der Kampf gegen die Sila. Moin! Achtung! Boah! Alter! Oh, aua! Alter! Ha.
Oh, das war's, Gott sei Dank. Puh. Wir sind fast krepiert. Ah, das war dieses scheiß Gift, ne? Okay, momentan, mein Encoder spielt noch mit. Scheinbar hat wirklich alles wunderbar geklappt. Da hinten ist noch eine Echse. Aber ich guck mal gerade auf der Karte nach. Okay, direkt. Da kamen wir her. Hier und da. Eine Halskette aus dem Labyrinth nochmal. Ach du Scheiße, ey. Komm wieder hoch. Komm wieder hoch. Ja. Nein. Oh. Na, nochmal. Ach, Mann. So. Ja, ja. So. Ja, wir sind oben. Jetzt können wir nämlich da zum Labyrinth irgend... Vielleicht auch nicht. Ich komme da nicht rüber. Ich komme da echt nicht rüber. Scheiße. Aber da oben kommen wir hin. Hoffe ich. Wir kriegen unsere Aufgabe so nach und nach fertig mit der Höhe. Das musst du eigentlich permanent aktualisiert haben. Oh. Ein Puzzle-Rätsel? Okay, Schwierigkeit normal. Ups. Okay, warte. Hä? Warte mal. Easy. Easy. Also, was haben wir hier? Eine alte Münze, von der wir jetzt 15 Stück haben. Was wir mit der Münze machen können? Ich glaube, da können wir irgendwas Krasses mitmachen. Weil die sind schon sehr selten. Aber hier kann ich rübergehen. Okay, alles klar. Als erstes hier. Monument der Weisheit. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Spurt. Erreiche den Zielort, bevor die Zeit abläuft. Je früher du ankommst, desto höher ist deine Punktzahl. Allerdings musst du auch sämtliche Gegner besiegen, denen du unterwegs begegnest. Renne zu den Wellen. Willkommen zu einer Version dessen, was einst die Ebene Pioniere war, um die Nachricht von Erscheinen der Gebrochenen zu überbringen, muss Frey den angegebenen Zielort erreichen und unterwegs Feinde besiegen. Wir probieren's mal, hä? 2, 1. Okay, packen wir es einfach an. Wozu sich den Kopf zerbrechen, stimmt's? Hupp, fast verlaufen. Wohin? Da hinten hin. Oh, Scheiße.
Anführer. Oh, Alter. Sturzschaden. Ja, ja. Ist mir klar. Voll auf die 12. Aua, aua, aua. Okay, 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 okay. Wir haben ein bisschen Zeit verplempert. Neuer Rekord. Bonus für den Abschluss Mana. Zweimal Mana. Dreimal Mana. Viermal Mana. Fünfmal Mana und sechs Salbenlein. Ha, wir haben direkt das Höchste erreicht. Zwar knapp, aber egal. Verlassen. Sehr schön. Ja, das war ja wieder mal easy, diese Herausforderung. Und jetzt will ich zum Labyrinth. Oh, Alter, was war das denn? Alter! Hier ballern Geschütztürme. Ich will da rüber. Upp. Da ist eine Truhe. Die will ich auch. Wenn ich die schon mal sehe. Dankeschön, Nadelstein. So, wie komme ich jetzt da rüber? Wo ist ja eigentlich relativ einfach, oder? Warte, hallo. Das ist ein Nadelstein. Ja, so langsam erkenne ich die Sachen. Das ist Feuerholz, das können wir eh nicht aufholen. Nee, ist gar kein Feuerholz. Diorit. Da drin ist irgendwas. Ich spüre es. Dann lass uns doch hineingehen und nachsehen. Ja. Ich glaube, da gab es noch mal eine Halskette, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre, ein Abstecher. Die Luft ist... wie elektrisiert hier drin. Hier geht definitiv etwas Interessantes vor sich. Danke. Moin! Aber immerhin ein Empfang. Ja! Yeah. Oh! Vorsicht! Mach dich auf was gefasst! Ho, Alter! Ha. Oh, die vergiften einen wirklich. Habe ich doch vorhin richtig gesehen. Ich will mal die Ranka ausprobieren. Nee, die Tretmine. Nice. Das hat ganz gut funktioniert. Gehen wir. Wir können nur nach rechts.
wir die Ranke gleich. Oh shit, das sind echt viele. Du weißt, was zu tun ist. Oh. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Okay. Oh, die Sau, hast du das gesehen? Oh. Eine Weggabelung. Puh. Die Qual der Wahl. Yeah. Die da lassen aber auch, wenn sie sterben, so Giftwolken. Feuerholz. Natürlich. Wir haben bisher nur ein einziges Mal Rast eingelegt, ne? Oh ja. Alter, was ist denn das für ein Vieh? Kleiner Amphikynodon. Allzeit bereit. Der kann bestimmt fliegen. Alter. Hier, komm mal her. Guck mal, hier ist eine schöne Tretmine. Sag mal. Toll, meine Tretmine ist weg. Scheiße. Yep. Okay. Bringt nix. Komm schon. Nicht schlecht. Oh, Alter. Der hat gesessen. Okay, warte mal. Wir benutzen gleich unseren Spezialangriff. Ah, er ist vergiftet, sehr schön. Das war's. Oh, das war ja relativ einfach. Ein Bleispross, von dem wir schon 11 Stück haben. Oh. Einer meiner leichtesten Übungen. So, raus. Ich will jetzt zu meiner Kette. Okay, ich muss sagen, bisher die Bossgegner, die wir bisher besiegt haben hier, in diesen was Labyrinthen. Wohl damals hier passiert ist? Die sind relativ, also verhältnismäßig einfach für so Bossgegner, aber vielleicht, wir sind ja noch am Anfang. Vielleicht ist das nur Vortäuschung falscher Tatsachen. Also. Uralter Altar, Inschrift 3. An all jene, die Athia dienen wollen. 6 Tage und 6 Nächte lang bekämpfte ich den Dämon.
Die Felder um uns herum loderten wie gewaltige Feuermeere. Endlich verpasste ich ihm den entscheidenden Schlag. Susurrus ward besiegt und Athia gerettet. Das ist mit Sicherheit Silas. Mit Sicherheit. Das hier ist die Tantas Silas. Wow, aus sie war knallhart. Dieser Kampf muss für alle Beteiligten sehr aufreibend gewesen sein. Aus einer Zeit, als die Tanta noch nett und freundlich waren und sich wirklich für den Schutz der Bevölkerung eingesetzt haben. Gnade. Ein Urteil des Schmucks erhöht den Schaden, wenn die Schubmagie nicht voll aufgeladen ist. Also eher sowas für die zweite Stufe des Aufladeangriffs. Wenn sie voll aufgeladen ist, haben wir drei Aufladungen sozusagen. Der Block wird ja mal größer. Zur Veranschaulichung nochmal. Kleinen Moment. Erste Stufe, zweite, dritte. So. Nochmal. Erste, zweite, dritte. Und ich glaube, erhöht die Magie nur, wenn ich sie eins, zwei. Und dann abfeuer. Ich glaube so, das ist eigentlich ein bisschen doof, muss ich sagen. Ich will nochmal das mit der Saat ausprobieren. Das kann ja nicht sein. Wo müssen wir eigentlich hin? Da. Boah, die Schweine schießen auf uns. Ich mag meine Blume. Da geht's rüber. Wow, 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 Alter. Ist da hinten was, dass sie da was bewachen? Nein. Aber hier ist ein Turm. Da will ich hin. Falls wieder hinkommen, heißt es. Danke, danke. Da will ich eigentlich hin. Juckt die gar nicht. Nein! Gott sei Dank haben wir Reif, ey. Was denn jetzt? Unsere Blume ist so nice, ne? Wow, 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 Alter. Oh, Alter, was? Ich will da rüber. Alter, ne? Wow, was war denn das, Alter? Wieso habe ich gerade so einen mega Frame-Drop bekommen? Scheiß. Den will ich jetzt erkunden hier. Das haben wir schon erkundet. Das haben wir auch erkundet. Da hinten ist noch ein Monument der Stärke. Werterhöhung.
Ein Vor ist noch da. Und hier ist die Burg Prenos. Alter, okay. Ja, komm, wir gehen dahin. Wow, wow, wow. Ey, immer ruhig, ne? Wie komme ich... Wow, 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 wow. Von wo wird geschossen? Sind die das die ganze Zeit? Ja, oh, das ist schon cool, ne? Ich brauche ein Thumbnail. Wenn mich gerade keiner abschießt. So, schönes Thumbnail. Tschüss. Ach, das sind wirklich diese scheiß Armbrüste. Okay, warte. Euch gebe ich. Mich einfach so aus der Entfernung abschießen zu wollen. Gut. Aber jetzt mal ohne Scheiß, werden diese Soldaten nicht irgendwie auch von vom Bruch irgendwie zerstört oder zerfressen, beeinflusst? Ich weiß es nicht. Da ist noch einer. So. Wir kommen immer näher. Boah, wie cool. Optisch ist das schon sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Hä? Zauberkombus-Tutorial. Wenn du nach dem Einsatz bestimmter Zauber und Fähigkeiten gedrückt hältst, führst du einen schnellen Folgeangriff mit deiner stärksten Magie aus. Diese Anschlusszauber sind nach folgenden Aktionen möglich. Angriffsmagie während magischem Parcours. Angriffsmagie. Nach dem Einsatz einer bestimmten Anzahl an Zaubern, Unterstützungsmagie, abrollen. Okay. Okay, warte mal. Das probieren wir mal gerade. Das letzte Stück wird kein Spaziergang. Fuck! Okay. Ach so, okay, alles klar, die, das braucht dann nicht so lange zum Aufladen. Okay, deshalb Kombinationsmagie. Hat er mich abgeschossen? Oh.
Was ist das? Sieht wie eine Art Mineral aus. Und zwar ein ziemlich ungewöhnliches. Ha, okay. Was? Otwaha-Erz. Ein äußerst seltenes Erz, das nur im Gebirge Prenos zu finden ist und auch dort nur in kleinsten Mengen. Tanta Sila ließ ihre unverwechselbare Rüstung aus den kostbaren Metallschmieden, das aus dem Erz gewonnen wird. Das Erz selbst funkelt rot und wird als Symbol seines Herkunftslandes angesehen. Die Menschen in Prenos glaubten früher, dass es den Schutz der Tantas gewähren könnte. Okay. Ein seltenes Erz. Danke. Da rennt ein Spaß drin. Ich will nochmal das mit den Kombos probieren. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Also, du hast instant auf Stufe 3, also aus voll aufgeladenen Zauber kannst du direkt wirken. Das ist nice. Das ist wirklich cool. Da hinten ist Mana. So. Kriegen wir jetzt eine Zwischensequenz? Die Folge ist ja auch schon relativ weit. Prenos Burgstadt. Was ist los? Frag mich nur, ob es nicht was Unauffälligeres gibt als den Haupteingang. Bekommst du etwa kalte Füße? Nein. Ich lerne nur aus meinen Fehlern. Den Thron untersuchen, das Burgtor untersuchen, den Weg untersuchen. Hey, die Wand. Der Lageplan zeigt einen schmalen Weg, der hinaufführt. Ein zweiter Eingang vielleicht? Okay. Da ist das Tor. Scheint seinen Zweck als Eingang zu erfüllen. Zumindest, wenn es da nicht vor Soldaten nur so wimmelt. Bestimmt. Vielleicht haben wir Glück und alle sind zu einem Manöver ausgezogen. Ein hoffnungsloser Optimist. Dem Lageplan zufolge befindet sich dort der Thronsaal. Und dort ist Zeila bestimmt. Komisch, hier ist es so merkwürdig still. Du kannst dich glücklich schätzen. Finden wir lieber Syla, ja? Ja. Vielleicht ist der Haupteingang nicht die beste Wahl. Was? Denkst du, ich krieg das nicht hin? Ich meine nur, es könnte einen Weg geben, der weniger Blutvergießen erfordert. War mehr ein Scherz. Ich vergieß mein Blut nur ungern. Aber vielleicht haben wir keine Wahl. Sollen wir nicht wenigstens einen Blick nach hinten werfen? Schauen wir zuerst, ob das Haupttor abgeschlossen ist. Ja, als allererstes würde ich sagen, hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Okay, manche Sachen wiederholen sich echt. Es fällt einem vor allem auf, wenn man es am Stück spielt. Und nicht am Stück, also wenn man es am Stück spielt und nicht jeden Tag eine Folge sieht. So, wir lesen uns mal den nächsten. Eine Stadt wächst in Prenost.
Die Burg Praenost wurde über 100 Jahren erbaut. Eine große Festung an einem bedrohlichen Steilhang passt zu einem Bereich, das dem Krieg gewidmet war. Anfangs begab die Tanta sich ins Land hinunter zu den Leuten, um ihren Regierungsgeschäften nachzugehen. Doch mit der Zeit wurde die Burg selbst zum Anziehungspunkt für Schmiede und ihre Zulieferer. Und aus diesen Betrieben wuchs rasch eine große Stadt. Ja, das Große habe ich zugedichtet, weil es sich einfach lyrischer anhörte. Gut. Wir haben wieder Platz für Herausforderungen. Was Interessantes. So. Was müssen wir da machen? Sammle Kraft und füge Gegnern Schaden zu. Okay, wir müssen einfach 30.000 Schaden müssen wir austeilen. Alter, okay, warte mal. Was ist denn das hier? Besiege Gegner, die für Freys Magie anfällig sind. Das wäre nicht schlecht, wenn wir diesen Schubzauber hier insgesamt von der Erdmagie wirklich steigern. Jede Stufe dieses Angriffs ist dann mit gesteigerten Schaden ausgestattet. Und ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall. Was ist das? Tänzle. Stellt die Ausdauer wieder her. Okay, gut. Machen wir gerade mal nicht. Wir machen mal das hier. Besiege fliegende Gegner. Das erhöht den Charme von unserer Blume. Das müssen wir machen. Das müssen wir einfach machen. Die benutzen wir so oft. Sehr schön. Gut. Hier mit dem Satz sind wir bald durch. Das kriege ich doch hin. Ist nicht mehr so lang. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir... Warte mal. Ich würde gerne gucken, ob wir unseren Umhang verbessern können. Was wollte ich nochmal machen? Unterstützungsmagie verursacht mehr Schaden, kann jetzt hergestellt werden. Der Schaden wird erhöht, wenn Schubmagie nicht vollständig aufgeladen ist. Können wir jetzt machen. So, pass mal auf. Nein. Das ist für Ketten, hä? Oder ist das für andere? Unterstützungsmagie verursacht mehr Schaden. Ich ersetze mal das mit den Trefferpunkten. Dann verursacht die Unterstützungsmagie mehr Schaden. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aufwerten. Wir können nichts aufwerten. Warte mal. Ja. Erhöht Ladetempo von Schubmagie. Okay, sind andere Sachen. Okay, alles klar. Gut, wir sind fertig.
Sehr schön. So, und ich würde sagen, unser Frey ist ein bisschen erschöpft. Du auch. Und wir legen uns dann mal jetzt schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir so langsam aber sicher unserem Gefecht mit Tanta Sila immer näher rücken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Overplayed and out.